Hallo Freunde! Ich begrüße euch zum neuen Let's Play von mir. Nein! Das schöne Geld ist jetzt wieder in meiner Scheibe. Gibt nicht viel. Ich bin doch ein Idiot. Ja, Entschuldigung. Hallo, ja, zum neuen weiten Let's Play vom Landwirtschaftssimulator. Ja, wir haben jetzt schon letztes Mal halt ein bisschen über das, ja, habe letztes Mal das angefangen, das kleine Thema über den 17er. Ja, es wäre einfach toll, wenn wir einfach weitere Maschinen würden haben. Davon. Beim 17er. Und die Karte und alles anders. Und das letzte Mal habe ich ja gesagt, dass es am besten wäre es, wenn wir wenn der 17 auch zweispielig wäre. Also wenn du Offline-Modus, wenn jetzt kein Internet hat auf den Konsolen. Ich meine, es gibt so viele Spiele, wo heutzutage auch zu zweit spielen machbar wäre. Und da hast du ja noch früher, seit den ersten Konsolen, was es gegeben hat, bei fast allen Doppelspieler. Ich meine mal, ich finde es ja schade, dass sie beim 15 als Beispiel kein Multiplayer reingetan haben. Also, 15er. Nein, du bleibst du. Also, bei der PS3-Version. Bei der PS4-Version und Xbox One haben sie es, aber auf der Xbox 360 und PS3 haben sie es nicht gemacht. Und das finde ich schade. Weil mich hätte es jetzt schon mega gefreut, wenn sie das gemacht hätten. Bleib jetzt mal stehen, du Nervensäge. Ja, es wäre einfach toll, wenn sie das auf würden nochmal machen. Also auf zwei Spieler alles. Weil, ja, ist ja aber doof, wenn du dann halt nicht zu zweit spielen kannst. Weil man bei Minecraft kannst du das ja. Da kannst du bis zu 4 Spieler im Offline und im Online bis zu 8 Spieler. Ich meine, es wäre schon toll, wenn sie dann sagen, gut, wir machen das halt. Dann hast du halt zwar mit zwei Spielern und auch halt unterteilt, wie bei anderen, wie bei den meisten anderen Spielen. Also es gibt ja beispielsweise noch weitere Spiele, wo dann halt ein großes, so beim Wrestling Spiel zum Beispiel, da hast du einen großen Bildschirm, wenn du halt einen kleinen Raum hast. Oder sonst gibt es ja so Spiele, wo du dann halt einzeln bist. Halt. Wo dann halt unterteilt ist. Also wie beispielsweise bei Terminator. Dort hast du Beispiel auch nur, also zum Beispiel nur ein, also zwei Bildschirme, du bist unterteilt. Halt. Aber das wäre toll. Ja. Aber es ist ja schon recht toll, wenn sie so wieder solche Sachen wieder machen. Ich meine, ja, der Spielspaß ein bisschen größer. Keine Ahnung, wie weit das unser Kollege ist hier. Kommt aber echt voran, ne? Ja, es ist ja schon toll. Weil wir einfach das so können spielen. Also rechts links. Ja, da haben wir jetzt nicht mehr viel.
wie viel hat unser noch wert? Unser Mähdreschen 135. Und dann kommt noch das Vor, dann kommt auch noch das Mähwerk hinzu. Das ist das größte hier. 21 hat 13,7 Meter. So 13, ja. Machen jetzt auch so viel wie wir können, bei fast 5000, 4000, 6000 oder so. Also bis 600.000 halt. Ich meine, das ist ja toll, hier kriegst du eigentlich das... mehrfach, als wenn du das ganze Saatzeug abgibst. Eigentlich. Also man muss halt mehr wuckeln und mehr fahren, halt hin und her fahren, aber... Man muss halt mehr wuckeln und so, aber... Man muss halt mehr... Ja, wie gesagt, man muss halt jetzt mehr fahren und so. Aber dafür rendiert sich das. Besonders wenn dein Auto alles irgendwie in, wenn du das ganze Gehäcksel gut alles abladen kannst und dann das Auto alles verkaufen kannst. Hier ein Auto alles hier hinfahren kannst und abladen kannst. Kriegst du viel mehr Cash. Meine Mutter, klar kannst du das Stroh verkaufen, aber wenn du dann das ganze Strohzeug hier lagerst, kannst du mehr Cash rausholen als das bei den Wagen. Jedes Mal der Ladewagen, jedes Mal mit dem Ladewagen hier hinfahren. Ach du heilige Maria. Da bist du ja ewig dran, lang dran. Gut, hier bist du jetzt auch Ewigkeit dran, aber... Wenn du wirklich alles fühlst, auf 100%, hast du mehr Cash. Und da verdienst du ja noch döfer. So, bei knapp 2%, da werden wir vielleicht noch 4-5 Mal fahren. Noch. Wenn wir ehrlich sagen, dafür kriegst du Geld ohne Ende. Wie hast du Geld ohne Ende? Kriegst du jedes Mal 11.000 dafür? Werde ich hier mal eine andere, werde ich mal die andere Schaufel holen, die ist glaube größer. Aber doch ein bisschen mehr, was ich gedacht habe. Einfahren.